Was geht ab, Freunde Supporter? Willkommen zu einem weiteren kleinen Meinung-slash-Reaction-slash-nennt-es-wie-ihr-wollt-Video. Diesmal zu Marvel's Avengers. Auch dieses Spiel wird es wahrscheinlich in Zukunft auf diesem Kanal geben. Und auch dieses Spiel erwarten, glaube ich, einige von euch. Und ich auf jeden Fall auch. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Seid ihr schon im Hype zu dem Game oder eher nicht so? Ich meine, wenn ich so Leute frage, auf was wartet ihr am meisten? Die meisten sagen halt Last of Us 2, Cyberpunk, Assassin's Creed jetzt auf jeden Fall und dann so langsam Avengers. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf und ich dachte mir, ey, weißt du was, machst du auch dazu nochmal so ein kleines Video. Dieser Trailer ist schon ein paar Monate alt. Ich glaube, schon letztes Jahr kam der schon raus. Ich habe ihn mir damals nicht ganz reingezogen, vor allen Dingen auch nicht mit euch. Ich dachte jetzt einfach, ich hol's jetzt nach komplett mit euch. Dieses Video ist ja auch nicht so lang, da ja auch aktuell nicht so viel zu tun ist auf diesem Kanal. Last of Us 2, da müssen wir noch knapp 3 Wochen warten, ein bisschen mehr so, glaube ich. Ja, obwohl, nee, knapp 3 Wochen sind es. Und bis dahin können wir, wenn ihr Bock habt, vielleicht auf den einen oder anderen Trailer, Gameplay, Video etc. reagieren oder gemeinsam uns das reinziehen zu kommenden Blockbuster-Titeln, wenn ihr da Bock drauf habt. Ja. Wenn ja, dann lasst mich das gerne wissen. Vielleicht habt ihr auch schon direkt Vorschläge. Auch das gerne in die Kommentare ballern. Checkt auf jeden Fall die Videobeschreibung ab. Freunde, macht unbedingt bei dem Gewinnspiel bei meinem Partner Instant Gaming mit. Das läuft jetzt noch ein paar Tage. Danach, wenn das abgelaufen ist, gibt es wieder ein neues. Also jeden Monat gibt es ein neues. Da könnt ihr jedes Mal mitmachen. Spiel eurer Wahl gewinnen oder Guthaben. Einige hatten da schon einfach 75 Euro PlayStation Guthaben abgesahnt. Also viel Erfolg. Und wenn ihr ansonsten Guthaben braucht für PlayStation, Xbox etc. günstig, dann checkt es auf jeden Fall auch gerne ab. An der Stelle, bevor jetzt, ich weiß, ich quatsch schon wieder viel, aber ich nutze halt diese Videos immer, solche ganzen Informationen abzuhandeln. An der Stelle auf jeden Fall auch mal danke für das Feedback auf das Last of Us Video, was ich jetzt zu dem neuen Gameplay rausgeholt habe. Ich hatte euch ja gefragt in dem Video, ob euch das stört, wenn es zu schnell ist, ob es zu schnell ist oder ob es cool ist, so 1,5 Geschwindigkeit, 1,25 und so weiter. Viele von euch hatten geschrieben, ey, 1,5 ist schon ein bisschen hart an der Grenze, ein bisschen schon drüber, ist mir zu schnell. Und ey, wenn ihr gute Argumente habt bei so einer Frage, die ich ja nicht ohne Grund stelle, also ich möchte euch da einbeziehen, es soll euch ja auch gefallen, soll ja auch für euch angenehm sein und wenn ihr da gute Gründe habt, dann machen wir das natürlich. Warum ich das überhaupt gefragt habe, Freunde, das die Problematik ist, ja, und das handle ich jetzt auch einmal, ich scheiße jetzt einfach drauf, egal, ich erkläre es kurz. Das Problem an der ganzen Sache ist, die meisten, die absolute Mehrheit, guckt die Videos nicht mal zur Hälfte. Dementsprechend will ich nicht so lange Videos haben, weil die Leute die sowieso nicht gucken. Ich weiß, einige von euch haben geschrieben, ey, ich guck sie, aber die absolute Mehrheit, und das kann jeder YouTuber sehen, die absolute Mehrheit guckt sie eben nicht mal zur Hälfte, zumindest bei mir. Wenn die Leute den YouTubern an den Lippen kleben, dann ist es was anderes. Bei mir ist es nicht so, dementsprechend möchte ich jetzt nicht unbedingt 30, 40 Minuten Videos. Deswegen mein Gedanke, das ein bisschen schneller abspielen zu lassen. Aber wenn euch wirklich 1,5 wirklich so hart schnell ist, dann lassen wir das. Ist auch kein Problem. Aber das ist halt der Grundgedanke. Ich meine, ich habe das mit dem Last of Us Video davor verglichen. Das ging 11 Minuten knapp und da haben die Leute 4-5 Minuten im Schnitt geguckt. Das ist nicht mal die Hälfte. Das ist nicht mal die Hälfte und das ist halt schade. Wisst ihr, was ich meine? Es ist halt für mich schade, weil ich denke, auch am Ende oder zwischendurch kommen halt geile Sachen. Naja, ich denke, aber jetzt versteht man. Aber ey, die meisten von euch haben gesagt, es ist zu schnell, deswegen machen wir das nicht. Wenn es zu schnell ist, dann müssen wir uns halt was anderes überlegen. So, genug gelabert, kurz erklärt, damit ihr Bescheid wisst. Wir starten direkt durch. Let's go. Ist auch der deutsche Trailer. Hier wird ein Marvel's bisschen auch Avengers ist ein das ganze Spiel erklärt. Action-Adventure mit einer brandneuen, eigenständigen Story, in der du deine Lieblings-Avengers spielst. So, das haben wir ja schon gehört. Lieblings-Avengers. Viele hatten ja auch gesagt, ey, das Design von den Leuten gefällt mir gar nicht. Ich habe mich mittlerweile angefreundet damit. Klar, ey, auch in vielen verschiedenen Comics sehen die auch hier und da mal anders aus. Ich meine, die meisten von uns oder die meisten von euch haben wahrscheinlich, ich muss mich auch damit reinnehmen, die meisten von uns haben wahrscheinlich das Bild vor Augen von den echten Schauspielern, ja, klar, aber es gibt halt, also es gibt Schlimmeres. Die Geschichte beginnt am A-Day, mit der Eröffnung des Avengers West Coast Headquarters und der Vorstellung des neuen Terrigen-Kristallreaktors des Teams. Aber nachdem den Avengers die Schuld an einer katastrophalen Explosion gegeben wird, die San Francisco in Schutt und Asche legt, müssen sie sich unter dem Druck der Öffentlichkeit und der Regierung auflösen. Auch diese Problematik könnte man ja ein bisschen auf den
Civil War nehmen, weil da gab es ja auch eine riesen Katastrophe, gerade auch in dem Comic, was ja noch ein bisschen mehr ausgeartet ist als in dem Film. Übrigens, lest den Comic, Freunde. Civil War, lest ihn unbedingt. Wenn ihr den Film geil fandet, lest euch auf jeden Fall den Comic durch, weil da tausendmal mehr Figuren noch eine Rolle spielen und so weiter. Sehr, sehr cool. Bin ich mal gespannt. Also das gibt ja auch storymäßig auf jeden Fall Potenzial zu Meinungsverschiedenheiten zwischen den Avengers. Ja, man hat ja auch schon gesehen, durch diese, was war das, Miss Marvel, glaube ich, zum Beispiel, dass es auch neben den Haupt-Avengers noch andere Figuren geben wird, was auch ganz cool ist. Also das ganze Universum, es bietet so viele Figuren. Also es soll ja ein Spiel werden, so eine Art, es wurde auf jeden Fall zu oft mit Destiny zum Beispiel verglichen oder Division. Das heißt, ein Spiel, was du im Koop mit den Leuten spielen kannst, aber immer wieder die Mission grinden kannst. So habe ich es zumindest verstanden. Was allerdings trotzdem eine Story hat, wo du dann halt versuchst, deinen Loot zu verbessern. Das sehen wir ja, glaube ich, auch in dem Video. In ihrer Abwesenheit nimmt eine neue Organisation ihren Platz ein. Advanced Idea Mechanics, oder kurz AIM. AIM? Das habe ich besonders in Shooter-Games. Hat die Welt sich sehr verändert. Im Streben nach einer sicheren Zukunft durch Wissenschaft hat AIM die Supermenschen durch ihre hypermoderne Synthoid-KI ersetzt. Aber unter der Oberfläche mehren sich Anzeichen für eine Verschwörung gegen Helden. Wer hat damit gerechnet? Also ich nicht. Klingt cool. Klingt natürlich auch ein bisschen standardmäßig. Ja. Die Avengers werden ausgebuht, weil sie angeblich schuld dran sind alleine. Dann wird irgendeine andere Firma engagiert für die Sicherheit der Menschen. Die sind dann böse, bauen irgendeine Maschinenarmee auf und die Avengers müssen dagegen kämpfen und gleichzeitig ihre Weste wieder reinwaschen. Klingt sehr standardmäßig, aber wie gesagt. Nachdem alle Superhelden geächtet wurden, begibt sich eine Avengers-Fangirl aus New Jersey namens Kamala Khan auf eine Reise, um die Unschuld ihrer Helden zu beweisen und zu dem zu werden, was das Schicksal für sie vorgesehen hat. Kamala spielt mit ihrer einzigartigen Perspektive. Hier, Freunde, übrigens, Gameplay sieht sehr cool aus. Ich gehe mal stark davon aus. Das Spiel soll ja, glaube ich, September kommen. War das September? Ich glaube, September war das. Ich denke mal, es soll ja ein Spiel werden, was immer wieder mit neuen Missionen befüttert wird, mit neuen Inhalten. Dementsprechend gehe ich mal auch stark davon aus, dass dieses Game auch für die neuen Konsolen kommt. Unglaublichen Kräften wird eine entscheidende Rolle als Katalysator bei der Zusammenführung des Teams. Nur gemeinsam können die Avengers gegen die Gefahren dieser neuen Welt bestehen. Du beginnst damit, dass du eine Operationsbasis in einem stillgelegten Helicarrier einrichtest, der im Verlauf der Story zahlreiche Upgrades erhält. Bin ich voll dabei, Freunde? Ich bin da voll dabei. Richtig geil. Ich habe das schon zu Assassin's Creed Valhalla gesagt. Ich finde so ein Aufbausystem sehr nice. Ja, wenn man sich das wirklich ergrinden kann und es wird nicht so ein unendlicher Grind wie, keine Ahnung, Alter, bei Destiny 1, glaube ich, am Anfang hat man teilweise wirklich ewig gegrindet, wenn man nicht die Loot Cave, könnt ihr euch noch an die Loot Cave erinnern? Geil. Wie gesagt, da kommt es halt drauf an, ja, das kommt halt darauf an, wie machen sie das Loot-System, das ist, wenn es wirklich dann ein großer Bestandteil ist, ist das entscheidend, dass das Looten einfach übelst Bock macht, ja, dass man immer das Gefühl hat, man kriegt was Geiles, man hat was Geiles erreicht und verschwendet nicht nur seine Zeit, das hat schon bei dem einen oder anderen Spiel in diese Richtung hat schon das Gefühl oftmals, ey, ich verschwende hier nur meine Zeit, Alter. Ich habe da keine Lust, 5 Stunden nur für eine einzige Waffe zu grinden. Ist mir da ein bisschen zu schade manchmal. Und Solo spielen oder dich online mit deinen Freunden zusammentun und die Erde gegen zunehmend größere Bedrohungen verteidigen. Jeder Held verfügt über zahlreiche Outfits, die von mehr als 80 Jahren Marvel-Geschichte inspiriert sind, nice. Teilweise aber auch völlig neu entworfen werden. Durch Spielen kannst du auch... Hier kommt nämlich der interessante Punkt rein. Das finde ich halt geil. Dass du ja wirklich geile Rare-Items, Legendaries sammeln kannst und dann dich immer weiter ausbauen kannst, ja. Richtig geil. Rüstung erringen und freischalten. Wenn du verschiedene Ausrüstungsteile kombinierst, kannst du deine Spielweise anpassen und noch mächtiger werden. Verbessere Ausrüstung, indem du Vorteile freischaltest, die deine Spielweise verändern werden. Schalte Kräfte und Fähigkeiten frei, während du... Ich muss allerdings sagen, mir fällt es gerade mal auf. Ist das bei den anderen, bei den anderen Loot-Shootern, sag ich mal jetzt, ist meistens auch nur so 4-5 Sachen, wa? Weil hier sind es ja nur 4 Punkte, die du verändern kannst. Ist jetzt nicht so viel, oder? Vielleicht haben die anderen auch ein bisschen mehr, keine Ahnung. Vielleicht habt Black Widow auch Waffen als Slot extra, obwohl das müsste Mr. Iron ja auch haben. Ja, also 4-5 Slots sind, glaube ich, normal, oder? Freischaltest die deine oder kommt mir das gerade nur zu wenig vor, so, ich weiß nicht. Dass sie zu deiner Spielweise passen. Mit dem Einsatztisch startest du 2 verschiedene Arten von Einsätzen rund um die Welt. Heldenmissionen sind Erlebnisse der Einzelspielerkampagne für spezifische Helden.
Und es gibt Warzone-Missionen, die solo oder online mit bis zu 4 Spielern bestehen. Ah, werden. Das ist okay, cool. Alle Missionen bringen die Story voran. Und sämtliche Fortschritte deiner Helden werden über das gesamte Spiel fortgeführt. Nice. Freunde, da habe ich Bock drauf. Da bin ich dabei, Freunde. Da bin ich dabei. Wie gesagt, ich möchte vielleicht, wenn ihr Bock habt, ey, wie gesagt, lasst da Feedback da. Vielleicht öfters jetzt ein paar Videos gucken zu kommenden geilen Games. Ja, müsst jetzt, weiß nicht. Es gibt ja noch ein paar andere neue Sachen zu Marvel's Avengers. Bringe wie gesagt, der Avengers Trailer ist, glaube ich, ein halbes Jahr alt, oder? Zusammen, um die mächtigsten Helden der Erde erneut zu vereinen. Ja, nice. Bin ich dabei. Ey, wie gesagt, Crystal Dynamics haben ja vorher die Tomb Raider-Teile gemacht. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch bei dem letzten Tomb Raider so ein bisschen mitgearbeitet haben. Wie gesagt, 15. Mai stimmt ja auch nicht mehr. Das letzte Tomb Raider zum Beispiel gefiel mir nicht mehr so, aber ich glaube, das war schon der Punkt, wo die so ein bisschen abgezogen wurden zu diesem Spiel. Die können es eigentlich. Eigentlich ist es schon ein gutes Studio. Die können auf jeden Fall einiges. Dementsprechend, ey, das Spiel hat Potenzial, gerade bei so einer großen Marke. Vor allen Dingen wurde es ja von Square Enix schon vor Jahren angeteasert, Alter. Das ist ja schon krass. Ja, also, ey, ich find's cool. Ich find's cool. Ich behalte das Spiel auf jeden Fall im Auge, ist klar. Lasst gerne mal Feedback da. Wie gefällt euch das Spiel? Habt ihr da Bock drauf? Seid ihr schon gehypt? Oder seid ihr noch unterkühlt, sage ich mal? Weiß nicht. Also, ich behalte es im Auge. Ich hab da auf jeden Fall Bock. Ich bin immer dabei, wenn es ums Looten und Shooten geht, Alter. Jawohl, geiler Rhyme. So muss das sein. Ich höre lieber auf, weil mein... Ach, egal. Ja. ich find's cool. Ich fand den Trailer auch ganz cool. So ein kleiner, kurzer, knackiger Trailer. So, das war's. Ich habe schon wieder viel zu viel gelabert. Das meine ich. Es artet halt manchmal aus. Ja, es artet manchmal aus. Also, Feedback dalassen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein. Und wie gesagt, checkt die Videobeschreibung ab. Instant Gaming. Instagram könnt ihr mir auch gerne folgen. Das war's. Haut rein. Tschüss.